Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, lang, lang ist's her. Endlich geht's auch mal wieder los oder wieder weiter mit Pokémon Crystal bzw. Pokémon Kristall. Ganz genau, ich habe das Projekt noch nicht vergessen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir mal weiter. Beim letzten Mal, ich glaube, das war, ja, da haben wir Bianca besiegt. Das war ganz lustig. Trotz alledem, wir sind noch nicht so weit gekommen. Wir haben den Baum hier gerade fertig gemacht und dementsprechend würde ich sagen, wir gucken uns mal Teak City an. Das müsste jetzt nur mal, was weiß ich, 7 oder 6 sein. Jo, wie gesagt, ich habe ja für die Leute, die das Pokémon sehr verfolgen, habe ich ja gesagt, dass ich ganz gerne Dingsbums mache. Das bedeutet, dass ich mir von vornherein schon ganz gerne die ein oder andere, das ein oder andere Ziel mache. So, was haben wir denn hier? Wir haben Knuddel, also Togepi. Ich muss mir erstmal wieder einen Überblick machen. Togepi. Und dann haben wir einen Onix. Ich könnte eigentlich mal ins Layout gucken. Dann müssten wir einen Taubsi haben. Nee, gar nicht. Ist ja kein Taubsi mehr. Das ist ja jetzt ein Tauboga. Das ist ja jetzt ein Tauboga geworden. So will ich das sehen. So, unser Flieger. Dann haben wir hier unseren Kiesel. Schmetterli. Ja. So, Kiesel ist immer noch nicht. Wann entwickelt er sich denn eigentlich? Ich glaube, Level 24 müsste. Irgendwas mit Level 20. Na gut. Route 73. Ich will erstmal gucken, ob ich ein paar Pokebälle habe und wie es überhaupt generell in meinem Beutel aussieht. Wir haben ein paar Beeren, Supertränke, zur Not ein Hyperheiler. Okay. Das sieht ganz gut aus. Blattstein, Ewigstein. Was haben wir denn hier für einen Wochentag eigentlich? Immer noch Dienstag. Ich glaube, in der ROM wird das leider nicht mitgezählt. Aber war dienstags nicht irgendwas? Warte mal. Ich will da nochmal hingucken. Weil dienstags war nämlich hier noch ein Käferturnier. Das würde ich gerne mitnehmen. Ja, genau, das steht man, wenn man hier sieht, sieht man das auch. Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis allein für die Teilnahme, sondern auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Ja, da gibt es auch interessante Sachen. Der erste Platz ist ein Sonnenstein, den hätte ich gern. Heute ist Dienstag, das bedeutet, dass heute das Käferturnier stattfindet. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es einmal probieren? Ja, nämlich, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Togepi auswählen, dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Nein. Ich glaube nämlich nicht, dass Togepi gut ist. Nehmen wir Aaron, hä? Der Onix. Das ist ein guter. Das ist ein guter. So, ich denke mal, mit Aaron können wir nicht viel falsch machen. Gut, der passt jetzt auf meine Pokémon auf. Hier gibt es 20 Parkbälle. Das ist so relativ ähnlich. So, 20 Minuten. Das bedeutet, keine Speed-Taste benutzen. Hier gibt es verschiedene Käfer-Pokémon. Eins können wir behalten. Meistens ist es Pinsir oder Sichlor. Sichlor ist ein ziemlich gutes Pokémon. Vor allem muss ich halt mal gucken, wie ich die hier gerade bearbeitet habe, die Kristallversion. Weil ich habe es nämlich so eingemacht, dass man Tauschentwicklungen nämlich, dass die sich auch durch Level entwickeln. Das bedeutet, ich würde mir gerne das Sichlor hier fangen. Level 14, das ist auch gar nicht so schlecht. Und dementsprechend würde ich ganz gerne mal gucken, ob wir uns irgendwann mal einen Sherox zusammenbasteln können. Das wäre ganz cool. Attacke ging daneben. Oh nein.
Energiefokus nicht sehr effektiv, Rückzugheben und Energiefokus nicht sehr effektiv. Trotzdem Energiefokus erhöht die Volltrefferchance. Das ist bei Sichlor mit Schlitze eigentlich ziemlich gut. So, nehme ich mal einen Parkball. Na komm, na komm. Nein, ich habe nicht runter und B gedrückt. Ich weiß nicht warum, irgendwie. Ah, doch, doch, genau. Ich weiß, woher dieses Gerücht kommt. Das habe ich mal in einem Video gesehen, da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich ja früher auch sehr gerne die Kids-Song gelesen habe. Und zwar gab es also so dieses Heft mit diesen 100 Pokémon-Tipps, das war ganz cool. Aber die meisten Tipps waren halt keine Secrets oder wirklich große. Das waren halt wirklich so allgemeine Sachen. Ne? Geh dahin, drück A, finde einen Trank und so weiter und so fort. Das ist ganz lustig, aber meistens hat keinen Relevanz gehabt. Aber da stand auch so ein Tipp dran, Pokebälle wie Meisterbälle einzusetzen, indem er runter und B drückt. Und man muss auf das Timing achten, aber irgendwie ist das totaler Quatsch. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, das ist einfach diese kleine Input. Ich habe immer gedrückt, wenn der anfängt zu wackeln. Oh, komm schon, Sichlor. Ich kann aber keine Items einsetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Energiefokus zweimal kann er nicht einsetzen. Kreideschrei schlug fehl. Komm, ich probiere es noch einmal, ansonsten muss ich ihn killen. Weil mein Aron ja nicht unendlich. Onix ist ein guter, aber das Problem ist. Yes! Geil. Der ist auch nicht ewig. Sichlor. Es ist sehr stolz auf seine Schnelligkeit. Es ist so schnell, dass der Feind nicht sieht, wer ihn trifft. Sichlor wurde gefangen. So, mein Onix ist fast im Eimer. Ich würde gern Sichlor behalten, egal ob ich gewinne oder nicht. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm mit einem Blutzug. Oh, stimmt, hier gibt es so viele Sachen. Mit einer Punktzahl von 325. Zweiter wurde Walner mit einem Sichlor. Ah. Die Punktzahl ist 350. Der Gewinner des Käferturniers ist Astrainer Lars mit einem Sichlor. Er hat wahrscheinlich eins oder zwei Level über mehr. 307. Ach komm schon, wegen 7 Punkten. Walner gewinnt den zweiten Preis. Ewigstein. Walner erhält den Ewigstein. Ja, das will ich aber nicht. Walner steckt Ewigstein in Itemtasche. Nimm bitte auch das nächste Mal teil. Wir geben dir deine Pokémon zurück. Bitteschön. Möchtest du Sichlor einen Spitznamen geben? Ja. Yeah. Sichlor, das ist ein Schlitzi. Schlitzi. Ich weiß nicht warum, aber ich mochte Xerox in der zweiten Generation sehr. Ich weiß noch nicht warum. Pokémon wurde auf Bills PC übertragen. Und wir haben unsere Pokémon wieder. Ohne dass was gesagt wurde. Aber super, kein Problem. Ich gucke jetzt gerade noch mal. So, wo hab ich's denn? Irgendwo habe ich auch einen Log drin. Wo drin steht. Nee, habe ich nicht. Schade. Irgendwo habe ich noch einen Log drin. Hier. So, Quapuzzi entwickelt sich auf Level 37 zu Quaxo, Kadabra auf Level 37 zu Simsala, Maschok zu Machomai, Georok auf Level 37 zu Geowatz, Fleckmon entwickelt sich zu Lashoking bei Benutzung mit einem Wasserstein, Apollo entwickelt sich zu Gengar auf Level 37, Onix entwickelt sich zu Stalos auf Level 30, Seemon entwickelt sich auf Level 40 zu Seedraking, Sichlor entwickelt sich zu Xerox auf Level 30. Das ist ziemlich cool. Okay, das ist alles ziemlich geil. Die Frage ist nur.
Xerox oder Stalos? Na, wir können ja beides haben, ist ja kein Problem. Ist ja alles kein Problem. Super. So, wie geht's denn unserem Justin? Der Zerschneider. Das ist unser Starter, unser Endivia. Oder beziehungsweise ist ja jetzt Lorblatt. Ich habe ja schon mal erzählt, warum ich Lorblatt so ein bisschen lieben gelernt habe. Ich war ja eigentlich eher so der feurige Tolupto-Typ, weil Tolupto, komm schon, Tolupto ist cool. Aber ich muss halt sagen, wir arbeiten immer zusammen. Ja, oh, das ist super. Jetzt kommt der große böse Waldner und tritt, verprügelt euch. Zwilling, Nora und Joe möchten kämpfen. Hummeluff. Stimmt, hier gibt es noch keine Doppelkämpfe. Die kommen erst mit der Gen 3. Schaffen wir Pummeluft, Togepi, hä, Knuddel? Komm, mach mal eine Kopfnuss. Jo. Ich habe mir auf jeden Fall letztes Mal wieder so einen Randomizer Nuzlocke Challenge angeguckt. Zu Mark war das, glaube ich. War ganz lustig. Und da habe ich dann halt wieder Lust auf Pokémon bekommen. Vielleicht sollte ich nochmal eine Smaragd Nuzlocke Challenge machen. Wenn ich das mit dem Randomizen hinkriege. Trotz alledem will ich erstmal Kristall hier weitermachen. Das war ein Batzen EP, kann man nicht sagen. Da kann man nichts zu sagen. So, ich schreibe mal auf. Ich schreibe mal auf, was für ein Wochentag im Spiel ist, weil der hat nämlich jetzt keine, hat nämlich eine gewisse Bedeutung. Einfach aus dem Grund, ja, später hat es nämlich noch eine Bedeutung. So, unser Knuddel macht eine Zugabe. Die Frage ist nur, will ich es sterben lassen? Natürlich nicht. Ich will auch unser Knuddel nicht K.O. gehen lassen. Hallo? Ich habe das nicht umsonst Knuddel getauft. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, ob es noch mal ein paar Beeren nachgewachsen sind. Die brauche ich nämlich. Die kann ich bei Pokémon eigentlich nicht einsetzen, weil es da so wenig gibt von. Zugabe hört auf. Okay, mal gucken, was ist das Metronom auf unserer Seite? Ja, Zufall. Absorber. Oh, Metronomkampf. Nein, Nachtnebel, keine Wirkung. Geil. Nein, Togepi ist schneller. Oh, Hyperzahn, das ist eine starke Attacke. Aber Pipi ist nicht stark genug dafür. Den Piep. Oh, viel Ender. Das ist eine sehr starke Käferattacke, habe ich mitbekommen. Auf meiner richtigen Kristalledition hat das mein Mew immer gekillt. Ja, ich hatte auf der richtigen Kristalledition eine Mew. Und zwar habe ich das... Ich habe das nicht mal gecheatet. Also bei uns in der Klasse war das ja dann so, da hatte dann eins, zwei Leute hatten dann so ein Schummelmodul und dann hat man dann immer so ein bisschen getauscht. Ja, hier, ich fange dir ein Mew und gebe dir ein paar Meisterbälle, dafür gibst du mir einen Euro. War ganz lustig. War das schon Euro? Ja, es war schon Euro. Als ich, doch, als ich Kristall gespielt habe, gab es schon Euro. Und das war eigentlich ganz lustig. Es waren wirklich so Mini-Beträge, wo man sagen kann, okay, komm, drauf geschissen. Ich glaube, ich habe sogar nur 50 Cent dafür bezahlt. Für ein paar Meisterbälle. Aber das Mew habe ich mir selbst gefangen. Und zwar hatte ein Bekannter von mir irgendwie, er wusste nicht genau, wie er es gemacht hat, aber er hat es irgendwie geschafft, den Mew-Glitch rauszufinden. Und ja, als ich dann die Kristall nochmal richtig gespielt hatte, das war dann auch ein paar Jahre später, war dann der Mew-Glitch richtig bekannt. Habe ich dann noch Serious gespielt und ja, da habe ich mir halt auf der gelben das Mew geglitscht und habe es dann per Zeitkapsel einfach auf meine Kristall gesetzt und somit hatte ich dann ein Duellturm-Team von einem Nachthara Level 100. Also später am Anfang war es dann Mew, Lugia, Despota. Habe aber gemerkt, dass die eigentlich gar nicht so geil sind.
Vor allem, weil die Gegner dort ziemlich starke Pokémon haben, ne? Hugschlag. Hugschlag ist okay. Trotz alledem muss ich dazu sagen, nein, Knuddel schläft. Aufwachen, Kleines. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, ich habe noch einen Aufwecker. Was wollte ich dazu erzählen? Und zwar habe ich dann später erst andere Pokémon lieben gelernt, weil ich gemerkt habe, okay, das Standard-Team ist halt doch nicht so geil. Starter Level 100, Despoter Level 100, irgendein legendäres Pokémon Level 100, was man da so hatte. Und dann hat man sich natürlich die ganzen von den anderen Sachen runtergeholt. Zum Beispiel von meiner blauen Edition habe ich mir das Mewtwo auf Level 70 auf die zweite Generation, auf meine goldene damals getan. Und da habe ich es, ich glaube, ich habe ziemlich viele Pokémon auf die goldene gebracht. Mit dem Game Boy Player und meinem Game Boy Advance damals habe ich, da habe ich halt viel getauscht. Das bedeutet, ich habe die legendären Pokémon erstmal von Dingsbums. Ich brauche den Justin hier. Die legendären Pokémon habe ich erst auf die goldene getan. Dann war ja, da war ja der, der Klonungsbug sozusagen ja ganz populär. Den hat man auch benutzt bis zum geht nicht mehr, bis ich irgendwann eine schlechte Kopie hatte. Dazu dann gleich mehr. Und da hatte ich natürlich dann die Sache, dass ich da ganz viele, da habe ich mir halt ganz viele Pokémon halt geklont, ja. Also mindestens 3 oder 4 Stück von allem, also von meinen Besten sozusagen. Und so habe ich natürlich dann auch versucht, alle Pokémon zu kriegen, ne? Also die Starter und so weiter und so fort, obwohl es ja auch mittlerweile anders möglich ist. Es geht aber nur bei der goldenen und silbernen. Und zwar ist es ganz lustig, wenn du zum Beispiel ein neues Spiel anfängst, dann spielst du so weit, bis du 2 Pokémon hast, dann fängst du den Klonungstrick der normalen Pokémon an, dann hast du das Pokémon ja einmal im Team und dann einmal in der Dingsbums, in der Box. Und wenn du dann ein neues Spiel anfängst mit einem anderen Starter, hast du das andere im ROM-Speicher der Cartridge immer noch auf dem Dingsbums, immer noch auf der Box. Und das machst du halt 3-mal und dann kannst du mit allen 3 Startern anfangen. Das ist ziemlich lustig. Ich habe jetzt nur hier keine, goldene jetzt hier, um das mal zu zeigen. Ich kann das über die GameCube mal zeigen. Das müsste ich machen. Der GameCube auf den Dingsbums bringen. Die Frage, habe ich auch noch eine funktionierende gelbe Edition hier? Ich meine, man könnte es mit ROMs machen, aber das macht man eigentlich nicht. Eine ROM ziehen und dann irgendwie damit irgendwas machen, aber das mache ich sehr ungern. Einfach aus dem Aspekt, weil sich das nicht gehört. Oh, kannst du mal... Justin, wach doch mal bitte auf, Mädchen. Bubi, Entschuldigung. Ja, das will ich sehen. So will ich das sehen, mein Freund. Volltreffer, hau das Traumato weg. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder eine Trainingssession einlegen. Ich habe so das Gefühl, dass wir ziemlich stark unterpowered sind. Das ist nicht so geil. So. Alles klar. Knuddel versucht Bitterkuss zu erlernen, aber Knuddel kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Man soll eine andere Attacke zugunsten von Bitterkuss vergessen werden? Ja, bitte. Heuler kann weg. Weil Charme ist eigentlich nichts anderes als außer ein verstärkter Heuler, soweit ich das weiß. Dann brauchen wir das nicht 2-mal. So, ja komm, drauf geschissen, wir sind sowieso jetzt bald in der Stadt, da muss ich jetzt nicht nochmal ein paar Tränke... Oh, Vulcano!
Ah, das ist cool. Ich muss so gucken, wie ich es schaffe, hier mir ein paar mir ein paar Steine reinzuhauen. Nein, Dingsbums schläft. Das ist nicht gut. Muss mal gucken, wie ich es mir schaffe, hier ein paar Steine reinzuklatschen. Weil die gibt es hier so gut wie gar nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich finde es irgendwie doof. Warum gab es in der zweiten Generation keine Entwicklungssteine? In der ersten Generation konntest du die einfach so im Supermarkt kaufen. Also im großen Supermarkt. Aber irgendwie hier haben sie das rausgenommen. Das ist nicht so cool. Oh, ernsthaft. So, hier gibt es einen Äther. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so ein paar Pokémon-Secrets, die sind einfach im Gedächtnis geblieben. Naja, wollen wir mal Teak City, ne? Wollen wir mal gucken, was wir hier so machen. Hier gibt es hier einiges zu entdecken. Erstmal müssen wir hier Bill treffen. Hi, ich bin Bill und wer bist du? Walner, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht den Tauschhandel in der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden die Zeitkapseln in allen Pokémon-Centern zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Den werde ich auf jeden Fall nochmal besuchen. Der hat nämlich ein schönes Pokémon für uns, das ich gerne mein Team aufnehmen möchte. Und ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dafür wird Kiesel ausgetauscht. Ich denke mal, Kiesel haue ich raus. Und geht dafür nach jetzt noch mal nach Dukatia City. Hat er irgendwas Besonderes? Zertrümmerer hat er. Dann behalte ich den erst noch mal. Den Zertrümmerer brauchen wir eins, zweimal. Vor allem hier in Teak City. Und es ist komisch, dass es hier in der zweiten Gen braucht man Zertrümmerer schon zwei, dreimal, aber es ist keine TM. So, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen. Na, Kröte, hast du gelernt zu tanzen wie die Kinomuggels? Ich habe gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Das ist der hier. Die Kinemuggel sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kinemuggels besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Von dem kriegen wir, glaube ich, Surfer. Wenn wir die ollen Trullen hier klatschen, die müssen wir ansprechen. Mache ich das so oder mache ich das so? Ich will eigentlich nochmal in Dukatia City gucken, ob da noch einer von diesen Konfessionsbrüdern dran ist, der könnte dann meinen Knuddel zum Dingsbums legen. Die haben alle die Evoli-Editionen. Das ist eigentlich ganz lustig. So konnte man alles mal angucken. Obwohl meine Lieblings-Evoli-Evolution sozusagen ist ja Nachthara. Nachtara, Entschuldigung. Machen wir mal Charme, dann sollte der Angriff komplett hinüber sein. Ah, ich hätte einen Bitterkuss machen sollen. Ja, oh, das zieht trotzdem noch ziemlich viel ab, das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht. Ah, das könnte hinkommen. Ah,
Schlag dich selbst, noch eine. Ja. Noch eine Glut überlebe ich nicht. Ich möchte mich vermeiden, dass unser Togepi stirbt. Nicht mehr verwirrt, scheiße. So, das ist jetzt die Frage. Tackle zieht nicht viel ab, weil Charme runtergesetzt ist. Okay, Glut zieht jetzt auch nicht so viel ab. Ich würde ja Metronom machen, aber das bringt nichts. Oh, ist das gemein. Komm schon, wie viel EP sind das? 5? 10? 7. War ich mit 5 und mit 10 gar nicht mal so weit weg. Die müsste ein Aquana haben. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Okay. Die Frage ist nur, will ich das einwechseln? Müsste eigentlich, sollte eigentlich klappen. Ah, die hat einen Psian. Oh, okay. Ich dachte blau wegen Wasser, aber okay. Ja, da bringt jetzt Charme jetzt nichts, weil Psyana doch ein ziemlich speziell versiertes Pokémon ist. Aber mit einem Bitterkuss kann man da schon mal was machen. So, Verteidigung sinkt, macht aber nichts. Sandwirbel schlug fehl. Metronom. Säure. Das könnte wehtun. Das habe ich mir gedacht. Schmetterli und Justin sind jetzt gerade, was das angeht, relativ im Nachteil. Das gefällt mir nicht, da muss der Aaron halt mal ran. Ich würde sagen, wenn ein Steinwurf trifft, dann trifft's, aber mit einem Sandwirbel im Gesicht sehen die Chancen schon schwer aus. Aber wir haben getroffen. Na, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Machen wir mal eine Lebensschelle. Ich werde auch gleich wieder austauschen müssen. Weil die Genauigkeit von ihm jetzt nach 3 Sandwirbeln, kann ich das vergessen. Vielleicht treffe ich noch einmal. Nee. Muss ich auswechseln. Setzen wir mal den Flieger. Warum nicht? Flieger ist ein guter. Zugib. Und das war's dann mit Psyana. Super. Na? Aaron wächst schnell. Mach's gut, Kaiko. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Ja, ich habe nur noch 5 Pokémon, aber ist kein Problem. Ui, Mutti. Hi, Valna, wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe das dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Aber Mutter. Das Geld habe ich doch fürs College gespart. Oder fürs Studium. Gib's doch nicht aus. Na gut. Guten Morgen, willkommen Pokémon Center. Ja, ja, komm, kennen wir. Danke. Stimmt, Fahrrad habe ich schon, brauche ich aber nicht. Vor allem nicht, wenn ich die Speed-Taste habe. So, Kinomuggels. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Natürlich. Mich interessieren deine Haarspangen nicht, Mädchen. Linda. Oh, Linda hat Nachthaare. Ich will auch Nachthaare haben. Mal gucken, ob die Uhr funktioniert oder ob ich die umschalten muss. Erstmal ein Bitterkuss.
Nachtara hat jetzt keinen großen Angriff, dafür hohe Verteidigung. Ich denke mal, wenn wir ein, zweimal Schaden machen, dann ist unser Togepi einigermaßen safe, beziehungsweise unser Knuddel, okay? Yeah, Flinkklau for the rules, das ist ziemlich cool. Nicht mehr verwirrt, Sandwirbel, schlug viel, wunderbar, Metronom, jetzt irgendeine schöne fette Kampfattacke, die dann trifft, Wuchtschlag oder so, Kreuzhieb. Wickel, oh, komm schon. Octazooka. Diese Attacke kann eigentlich nur Octillery erlernen. Und so stark ist sie auch nicht, finde ich. No, die Attacken, die mehrmals treffen, die ein bisschen Schaden machen könnten. Ein bisschen, die treffen nicht. Superschall von mir aus, aber das brauche ich doch nicht. Ich kann das Vieh selbst verwirren. Okay. Okay. Oh, oh, Attacke ging daneben. Ich glaube, unsere Genauigkeit ist echt im Eimer. Duckt sich. Oh, Schädelwumme. Triff bitte. Oh, komm schon. Wenn jetzt jeder Scheiß... Nee, das ist mir zu blöd. Hauen wir mal... Nee, Schmidt... Doch. Ich denke mal, Schmetterli kann da was reißen. So. Machen wir Giftpuder. Knuddels Schaden sollte immer noch aktiv sein. Das bedeutet, dass Nachtara hat jetzt ganz miesen Angriff. Gut, es vergiftet. Das bedeutet, ich kann ihm zumindest kontinuierlichen Schaden zufügen. Konfusion bringt nichts gegen Unlicht-Pokémon. Okay. Die Frage ist nur... Ja, mit Tackle komme ich auch nicht weit. Aber dafür ist es halt vergiftet. Das ist okay. Ich muss hier mal eine Trainingssession einlegen. Jawohl. Das sieht gut aus. Ich habe keine Pokémon übrig. Wunderbar. Schickt einen Teil nach Hause. So, was haben wir denn hier? Ich gehe nochmal ins Pokémon Center. Erstens habe ich keine Lust, einen Trank zu verschwenden. Zweitens will ich kein Risiko wegen unserem Knuddel eingeben. Willkommen im Pokémon Center. Ja, ja, komm. Kennen wir ja. Ist alles kein Problem. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Session Teak City komplett schaffe. Dafür brauche ich einfach zu lange. Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Ja, das passt schon. Du müsstest dann aber Aquana haben. Wir haben alles gesehen. Nee, Blitzer und Aquana fehlen noch. Blitzer und Aquana. Und du hast Aquana. Na gut. Aquana hat auch eher Defensivwerte. Dementsprechend. Oh, immer diese Sandwirbel. Immer der gleiche Shit. Der geht ihm so auf den Sack. So, okay, dann werde ich aber Knuddel noch mal austauschen. Weil mit zwei Sandwirbeln, Leute, das will ich mir nicht geben.
Ja, das bringt natürlich nichts. Schaden bringt nichts, wenn Aquana mit. Ja. Mit Aquaknarre kommt. Aber ich kann jetzt mit Konfusion hauen. Oh. Das ist auch nicht unbedingt viel stärker. Na, ich glaube, Smitbo ist zwar eine ganz gute Taktikmaschine, aber es ist nicht für den langen Kampf vorgesehen. Dafür sind die Verteidigungswerte zu schwach. Und Angriffswerte sowieso. Da muss ich nur mal nachgucken. So, aber Justin macht mit dem Vieh kurzen Prozess. Hätte ich auch gleich zu Justin wechseln können. Rasierplatten, der Käse ist gegessen. Wilma wurde besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. Ja, das will ich doch hoffen. So, und du hast einen Blitzer. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Das ist super. Gab es in der Pokémon-Folge nicht mal so ein Dingsbums mit den Evoli-Brüdern? Oder, das war eigentlich ganz lustig. Da wollten die, glaube ich, alle, dass der Jüngste sein Evoli entwickelt und haben dann immer gesagt, hey, mein Blitzer ist viel besser. Nein, Nachen machen Flamara. Ach, Aquana ist viel viel eleganter. Und im Endeffekt wurden die dann von Team Rocket irgendwie alle gefangen und der jüngere Bruder sein Evoli hat sich einfach zu Psyana entwickelt. Und das war schon ziemlich cool. Weiß nicht, warum ich mich an die Folge erinnern kann. Volltreffer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil Blitzer kann halt auch noch Donnerblitz. Donnerschock, glaube ich. Donnerschock war das. Und da bringt Charme jetzt nicht so viel. Jawohl. Zumindest sollte seine Tackle jetzt unbrauchbar sein. Na, Pfund ist nicht so super. Vielleicht sollte ich öfters Kopfnuss machen. Na! Schön, dass du es noch mitgenommen hast. Oh Mann, fick dich, Metronom. Ich versuche die ganze Zeit, dass mein Torkoby nicht stirbt, unser Knuddel nicht stirbt. Es ist ja keine Nuzlocke, aber trotzdem. Das tut dem den Sympathiewert tut das nicht gut, wenn es die ganze Zeit stirbt. Er explodiert es einfach selbst. Ich gebe mir Mühe, dass das nicht passiert und dann fucking Metronom. Fucking Metronom. Oje, Mine. Die Kino, ja, großer sind noch Pokémon drin, ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie. Die Art Videocamps ist wie ein Tanz, so etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben, nur zu nimm es ruhig. VM3! Damit können wir Pokémon jedes Gewässer überqueren. Yeah. So, das waren die Kinomogels. Jetzt gibt es hier noch was zu tun. Den abgebrannten Zinnturm. Ich heiße Eusin. Ich bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Suicune. Und wer bist du? Walna, schön dich kennenzulernen. Ich hörte, dass Suicune hier im Turm in der Turmruine ist, also wollte ich es sehen. Aber wo genau ist es? Wer bist du? Jens, der Arenaleiter von Teak City, muss die sogenannten legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou studieren. Eusin ist gekommen, also habe ich beschlossen, den Turm mit ihm zu untersuchen. Alles klar, das bedeutet, wir müssen hier sowieso hin, sonst kommt der Jens nicht mit an. So, dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Ja, komm, Kiesel, hau mal raus. Jawoll. Unser Kiesel. Oh, KP+.
Pokémon, wildes Pokémon. Was gibt's hier in Ratzfratz? Ratzfratz hab ich schon. Explosion ist eigentlich genauso wie Final und etwas stärker, glaube ich. Smogon! Smogon? Kommt doch wie eine Kopfnuss. Das ziehen wir uns rein. Smogon haben wir noch nicht. Fand ich auch immer sehr angenehm im Vergleich zur ersten Generation, dass man, wenn man Pokémon hatte, dass oben links ein kleines Symbol stand, was dir zumindest gesagt hat, ob du das Vieh schon hast oder nicht. Das war in der ersten Generation war das nicht der Fall, da musstest du selbst entscheiden. Ist man nah bei ihm, wenn das Giftgas ablässt, kann man die Luftverwirbelung im Inneren erkennen. Na super. Jo, das ist ein Schmock. Smogon, Smogon. Schmock. So, die Frage ist, Platz ist noch auf meiner Box. Dürfte eigentlich nicht viel sein. Nein, ich habe hier im Gebäude keinen Empfang. Na gut, macht nichts. So, wie geht's in unserem Knuddel? Ah, hat nicht mal einen leichten Kratzer. Also sollte das gehen. Oh, Zubat! Zubat! Zubat ist an sich kein schlechtes Pokémon. Ich kann nicht fliehen, weil unser Togepi zu langsam ist. Ich würde gerne wissen, warum Togepi immer so schlechte Werte hat. Dafür, dass es sich doch gefühlt recht spät entwickelt. Weil du musst ja, wenn es aus dem Ei geschlüpft ist, dem erstmal eine gewisse Beziehung zu dem Vieh aufbauen. Und Togetic ist jetzt auch nicht unbedingt stark. Also es ist jetzt keine Badass-Transformation wie von Kapador zu Garados. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie man Togetic sinnvoll einsetzt. Ja, Pokémon sollen ja angeblich leben, aber hier ist nichts. Nix, dass es aufwendig wert, hierher zu kommen. Absolut gar nichts. Das ist alles deine Schuld. Fick dich. Ist nicht meine Schuld. Wie habe ich dich ja genannt? Popo. Popo. Schickt Apollo in den Kampf. Das ist nicht so gut für Knuddel. Da schicken wir doch mal lieber unseren Schmetterling in den Kampf. Fluch. Pff, zieht sich KP ab und belegt Schmetterling mit einem Fluch. Und jetzt kommt erst noch mal. So, wie stark ist das jetzt effektiv? Wie viel zieht das ab? Nein, es hat unseren Schmetterling verflucht. Wie kannst du es wagen? Aber wir sind trotzdem besser. Weil der Vollidiot sich die Hälfte der KP abgezogen hat. Bei Normal-Pokémon bringt der Fluch, dass alle Werte steigern. Glaubt der Initial die Initiative sinkt. Superschall. Schmetterling kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen, soll eine andere zugunsten Superschall. Nein. Bin mit Giftpuder und mit Stachelspore eigentlich relativ zufrieden. Magnetilo. Wir haben kein Feuer-Pokémon. Aber wir haben unseren guten Aaron. Ich denke mal mit einer Lehmschelle. Die Fähigkeiten der Pokémon, wie zum Beispiel Schwebe und so ein Shit, kamen ja erst in der dritten Generation.
Dementsprechend trifft das hier noch und ist gut effektiv wegen dem Elektro-Typ. Ja, so will ich das sehen. Du hast gedacht, du kannst es mit unserem Aaron aufnehmen. Vergiss es. So, Zubat. Komm schon, das ist ja schon fast geschenkt. Komm schon, Popo, sei kein Arsch. Mist. Nein, Konfu-Strahl. Ah, Zubat an sich ist ein ganz cooles Pokémon, auch X-Bad später. Ist ein ziemlich brauchbares Vieh, weil das einen ziemlich hohen Initiativwert in der zweiten Generation hat. Ich glaube, eine der höchsten, die man auf Level 100 haben kann. Zumindest von den bekannten Pokémon. Wir hatten nämlich in der Schule mal einen, der so ein Vieh auf 100 hatte. Das war ganz lustig. Aber, wie heißt's? Dafür ist es halt relativ schwach, ne? Obwohl X-Bad mit Toxin ist schon ganz gut. Eagle Lava. Da ich Kiesel wahrscheinlich irgendwann auswechseln werde. Ah ne, in der Kristall braucht man ja keinen Zertrümmerer. In der goldenen und silbernen brauchte man Zertrümmerer. Da war das der Fall. Und dass man da weiterkommt, aber hier ist es ja nicht der Fall. Das ist ziemlich entspannt gemacht. Weil Zertrümmerer halt eine TM ist und da konntest du dich halt softlocken. In dem Sinne war halt gemeint, wenn du zum Beispiel die TM-Zertrümmerer, weil die nicht wirklich nicht stark ist, verkauft hast. Ja. Oder andersweitig verschwendet, konntest du die drei legendären Hunde. Oder, nee, das sind ja keine Hunde, das sind ja Raubkatzen, Entschuldigung. Nicht triggern. Und du hast, glaube ich, auch nur einmal Zertrümmerer hier bekommen. Und es war eine, wie gesagt, es ist eine TM. Das ist irgendwie. Naja, haben sie eingesehen, der Kristall scheiße. Na gut, ich treffe halt nicht, ne? So, was machen wir dann? Kiesel. Ja, muss Kiesel mal ran? Machen wir mal Identität. Ist auch eine ziemlich coole Attacke eigentlich. Identität 10 oder 11 ist, glaube ich. K.O. Ach komm schon, du dein scheiß Rauch. Du deine scheiß. Dein scheiß Rauchball. Wie lange sind wir denn schon? Oh, 47 Minuten. Ich würde sagen, nach dem Kampf machen wir. Plus. Ach egal, legendäres hier fallen wir jetzt runter und das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, macht's gut, ciao.